mein Thema heute, wenn Frauen keinen Geschlechtsverkehr haben können oder nur unter Schmerzen, weil sie unter einer sogenannten sexuellen Funktionsstörung leiden. Das heißt, sie können sich nicht fallen lassen, sie können sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht öffnen, um das männliche Glied eben in sich zu empfangen, um den klassischen Geschlechtsverkehr durchzuführen. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Es ist in den wenigsten Fällen organisch, sprich körperlich, gehört aber auf alle Fälle, wenn es wirklich ein langanhaltendes Problem ist, fachärztlich abgeklärt. Also das heißt, auf zum Frauenarzt. Wenn der sagt, es ist alles in Ordnung körperlich, dann darfst du dich deiner Seele ein bisschen mehr widmen, um an die Ursachen zu kommen. Oftmals, ganz ehrlich so unter uns gesagt, haben wir ja auch schon eine Idee, eine Ahnung, warum gewisse Sachen nicht so funktionieren, wie wir sie uns gerne vorstellen. Und es kann natürlich einfach sein, dass der Partner nicht der Richtige ist. Es kann sein, dass in der Beziehung irgendwas absolut nicht stimmt, dass im Grunde also wirklich das so ein Symbol für Abwehr ist, für Dichtmachen, nicht an dich ranlassen. Es kann aber auch Ursachen haben, die nichts mit der aktuellen Partnerschaft zu tun haben, wie zum Beispiel irgendwelche Traumata, die mit Nähe zu tun haben, mit Verletzungen. Es kann sexueller Missbrauch sein, eine Vergewaltigung zum Beispiel, Scham, Angst. Also ihr seht schon, es ist so mannigfaltig. Darum, wenn ihr darunter leidet, wenn es euch nicht vergönnt ist, den klassischen Geschlechtsverkehr zu genießen, vollziehen zu können, und ihr das wirklich ändern wollt, dann gebt euch ein Fachhändler. Wie gesagt, erst der Gang zum Frauenarzt und dann sucht ihr gerne Therapeuten oder auch Coaches, Heilpraktiker für Psychotherapie, die sich dann deine annehmen und zusammen mit dir gucken und rauskriegen, wo dein Problem liegt, dass du dich nicht öffnen kannst und dich nicht auf die körperliche Vereinigung einlassen kannst. Es gibt ganz tolle Mittel, das aus der Welt zu kriegen, und du musst es angehen und du musst es natürlich wirklich wollen, weil sonst wirst du dich auch in einer entsprechenden Therapie, Behandlung, Begleitung nicht öffnen. Also willst du Spaß? Willst du Spaß im Bett? Willst du richtig klassisch mit deinem Partner schlafen können? Dann melde dich jetzt, speichere diesen Beitrag, damit du ihn dir immer wieder nochmal anhören kannst. Schicke ihn an Menschen, wo du vielleicht glaubst oder weißt, dass sie damit was anfangen können. Abonniere mich, folge meinem Kanal und du darfst auch gerne kommentieren. Ich finde das auch immer ganz schön, wenn so ein Austausch stattfindet, wenn zum Beispiel auch vielleicht du dieses Problem mal hattest und es jetzt nicht mehr hast. Lass uns Frauen ermutigen, in ihre Lust zu kommen. Ich freue mich auf dich.